Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 3 mit unserem geilen 1000 PS starken Holden. Und ja, wir fahren mal weiter zur nächsten Veranstaltung hier in Surfers Paradise, beziehungsweise hier am Vorort oder Stadtrand von Surfers Paradise, während hier die Wolkenkratzer richtig geil aussehen. Hammergeil. Gut, ja, fahren wir mal hin. Unentdeckte Strecke. Gucken wir mal, was auf uns da wartet. Skyline, Ausblick, Rundstrecke. Okay. Dann gucken wir doch mal, was wir haben. Oh, wir können sogar Rivalenrennen jetzt mal machen. Machen wir aber mal nicht. Wir machen mal ein Fanrennen. Hallo, Boss. Freut mich, dass du mit deinen Freunden die Rennen wirklich genießt. Aber das hier ist dein Festival. Wir machen, was du sagst. Reden wir über die Horizon-Blaupausen. Okay, Blaupause eingeben. Mit einer Blaupause entscheidest du, wo, wie und wie schnell die Sache abläuft. Du legst die Rennbedingungen, Anzahl der Runden und Autokonfigurationen fest und absolvierst dann mit deinen Freunden Veranstaltungen nach deinen Vorstellungen. Oh, das ist cool. Jedes Thema beinhaltet eine für die Veranstaltung ausgewählte Gruppe von Autos. Du willst klassische Rallye-Wagen fahren? Chevrolets? Italienische Marken? Sieh dich um, vielleicht gefällt dir was davon. Okay, also hier haben wir so ein bisschen Auswahl, ja. Anything goes. Okay. Also das ist quasi so alles, ja. Hier haben wir Ford vs. Holden. Aussie Rules. Okay. Da kann man jetzt gucken, welche Autos da halt möglich sind zu fahren. Da können wir auch Fahrzeugtyp. Hier sind dann, glaube ich, achso, ja, hier Retro Saloons. Da können wir halt aus dem ganzen Ding wählen. Horizon Special. Ist auch nochmal so spezielle Sachen. Okay. Also, okay, da gibt es richtig viel. Hier kann man auch nochmal dieses Holden versus Ding Race Off. Achso, das sind hier quasi, das sind so aktuelles Auto, was gehen würde mit dem aktuellen Auto. Und hier, wir können halt alles gucken, ja. Das ist cool. Das finde ich geil, Mann. Also, German Performance, wie geil, mit so Autobahn-Logo-mäßig gemacht. Das Geile ist halt ein R8, ein alter BMW und dann wieder ein moderner Mercedes, okay. Das ist ja geil, aber es ist bei allen so ein bisschen so gemacht, so alt und neu. Wie bei der Phrase, ja gut, viel Auswahl gibt es ja da nicht in dem Fall, aber American All-Star, Japanese Steel, okay. Hersteller können wir auch nochmal so hier. Das ist ja geil. Individuell. Und da kann man komplett eigen machen. Also komplett die Autos wählen, die man will und so. Ach, das ist schon geil. Also das feiere ich schon so ein bisschen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal Ford vs. Holden, oder? Das ist doch mal ein geiles Ding. Oder nur Holden können wir machen. Anything goes. Ja, das sind halt alle Autos. Und Ford vs. Holden Race Off. Ja, da können wir gucken, was für Autos sind da zugelassen. Oh, okay, da sind halt auch die modernen zugelassen. Oder das hier. das ist ja nicht blöd. Ich würde schon ganz gern die alten fahren. Also machen wir mal vielleicht hier Classic Muscle. Bleiben wir mal bei der Kategorie, würde ich sagen. Können wir noch kurz reingucken. Ja, da ist alles so ein bisschen dabei. Ich würde sagen, das ist schon ganz gut so. Ja, machen wir eher das hier, Classic Muscle. Dann können wir jetzt hier Renneinstellungen. Hier kannst du das Wetter, die Tageszeit oder die Anzahl der Runden bei Rundstreckenrennen einstellen. Okay. Ah, okay, individuell, Mittag, Nachmittag, so eine. Ja, machen wir mal hier so Abendstimmung, oder? Oder so Sonnenuntergangsstimmung, ja. Wetter machen wir mal. Heiter, Regen, nass, wolkig, Zeitfortschritt fliegend, fest fliegend, machen wir mal. Es gibt einer Veranstaltung einen Namen. Das ist natürlich gut für die PR. Aber das hat noch einen anderen Grund. Jedes Meisterwerk braucht einen Namen. Okay. Gut, wie nennt man das? Gute Frage. Classic. Skyline Showdown oder sowas. Wobei, das können wir auch missverstehen mit Skyline, ne? Classic Muscle Showdown mache ich jetzt einfach. Muss mal richtig kreativ sein hier. Aber gut, wir sind jetzt auch der Chef, da müssen wir das sowas auch mal. So.
Wird übernommen, wunderbar. Perfekt. Zeit zum Veröffentlichen. Nur Mut. Drück drauf und wir legen los. Ja, können wir hier Autothemen, also das ist die Fahrzeugbeschränkung, gut, dann machen wir, okay, Autos erstellen. Jetzt wähle deinen Eventflyer und es kann losgehen. Das ist dasselbe wie das hier eigentlich, aber ist ja egal, hier gibt es ja noch ein paar andere, die erstellt wurden. Steht auch immer, wer das erstellt hat zum Beispiel, ist auch sehr, sehr lustig. Also hier haben wir gesehen, Hans hat das gemacht, dann hier Viper hat was, ProGame hat was gemacht. Das, also sieht man auch welche, wenn die Freunde irgendwas erstellt haben. Ja, sehr cool. Steht auch immer Horizon präsentiert, also das ist jetzt vom Spiel selber aus und dann sehen wir auch, wer das präsentiert. Das finde ich auch immer cool. Ja gut, dann machen wir das jetzt einfach mal. Da wähle ich dann auch hier mein Holden aus. Mein kleines, brutales Ding hier. Und dann fahren wir das einfach mal. Bam, 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 bam. Komm, das geht doch schneller. Drei Avatare werden synchronisiert. Ja, das geht jetzt halt ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen die Ladezeiten. Ja, ja, müssen wir ein bisschen schneller werden hier. So, da haben wir die ganzen bösen Dinger. So, dann würde ich sagen, dann starten wir das Ganze mal. Alter. Ja, Rundschwenkrennen und wir haben hier natürlich ein total krankes Ding, aber die Konkurrenz hat natürlich ihre Dinge auch mega aufgebohrt. Ist ja klar. So, jetzt machen wir erstmal hier die Vorgärten ein bisschen wieder kaputt. Boah, ja, das Ding schiebt einfach nur geradeaus. Gott, da haben wir uns was ausgesucht. Ich glaube, es ist fast unmöglich, dass ich mit dem Fahrzeug hier irgendwas reiß. Das Ding ist echt zum geradeausfahren, Hammer, aber für so eine Rundstrecke ja nicht so geil. Das Ding bremst aber überhaupt nicht ab. Und gegen die Wand. Ja, Wahnsinn. Oh je, oh je, oh je. Ja. Maximalaufbau ist halt seltenst schnell zu fahren. Sorry. Uiuiui. Ui, ui. So, jetzt kämpfen wir uns einmal ganz sachte nach vorne. Aber wie gesagt, für den ersten Platz wird es nicht mehr reichen. Ja, das geht halt kaum um die Kurven, das Ding. Uiuiui. Nein. Ja, das haben wir schon fast gedacht, dass das ist nicht. Man muss es leicht huschieren. Ja, dann zählt es als. Ja, und jetzt vergesse ich das Bremsen. Ja, komm. Oh je, oh je, oh je. Da stellt man das erste Event und kriegt gleich mal aufs Maul. Ey, das ist aber echt schwierig zu fahren. Aber wir können ja denken, so ein altes Ding. 1000 PS, das ist einfach nur krank. Das Ding wiegt ja auch gerade mal so eine Tonne. Boah. Ja. Das Ding ist echt scheiße zu fahren. Jo, komm, komm, komm. Müssen wir wahrscheinlich gleich nochmal das Ganze machen. Ja, es ist, muss mit wahnsinnig viel Gefühl hier entlang fahren. Es hat halt mega die Beschleunigung, aber in Kurven geht halt gar nichts.
So. Komm rum, komm rum, komm rum, komm rum. Oh la 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 la. Ja, das war's. Das war ein Satz mit X, würde ich sagen. Da würde ich sagen, starten wir nochmal neu. Das können wir nicht so stehen lassen. Ja, probieren wir es nochmal. Ein bisschen mehr Gefühl am Gaspedal, dann geht es schon. Auch wenn der hier richtig krank startet, da könnte man gerade meinen, der hat Allrad drin. Der Haubentaucher. So. Sagen wir mal ein bisschen Gefühl hier durch die Kurven. Nicht zu viel riskieren. So. Hey. So. So, wir kämpfen uns nach vorne. Aber man muss. Ja, klar, ich meine, das ist eigentlich logisch, ne, bei so einem Fahrzeug, dass da. Bei so viel Leistung, dass man da nicht einfach in die Kurven gehen kann wie mit einem Sportwagen. Das soll da eigentlich klar sein. Komm, komm, komm. So, die Top 3 haben wir hier. Die wollen wir natürlich schon kassieren. Nein. Ja, lass mich mal vorbei hier. Ja, also Rennen sind auf jeden Fall schon anspruchsvoller geworden, auf jeden Fall. Drei Vatare fahren ja richtig, richtig gut. Also. Bis jetzt kann ich mich nicht beschweren über die drei Vatare. Da haben wir schon echt viel Schlimmeres erlebt. Ja, dann sehen wir einmal hier so ein Fehler und schon kassieren sie einen wieder. Also da muss man schon echt aufpassen. Ich meine, auf der Gerade, da gehen wir natürlich ab wie Hulle. Da dürften wir gar keine Probleme haben. Aber in den Kurven ist halt so eine Sache. So. Aber geile Strecke eigentlich so vom Verlauf. Könnte ich mir mit manch anderem Fahrzeug auch sehr, sehr cool vorstellen. Und er hebt da vorne richtig ab. Seht ihr das? Richtig geil. So, ob wir den noch kriegen, ist jetzt die Frage. Die Kurve da vorne, da müssen wir wieder abbremsen. Ne, den kriegen wir nicht mehr, aber zweiter wird es auch schon mal gut. Also ja, das ist halt. Das ist eigentlich so der Inbegriff von Maximalaufbau, den ich nicht gerne habe. So nur Power, aber geht überhaupt nicht um die Kurve. Ja gut, aber lassen wir mal stehen. Zweiter Platz ist auch okay. Ja? Können wir mal so stehen lassen. Kriegen wir auch hier einen Erfolg, der Architekt. Sehr schön. Nochmal ein bisschen Erfahrung. Ich habe wirklich Großes vor, Boss. Ich brauche nur noch ein paar mehr Fans dafür. Geh einfach da raus und mach etwas wirklich Aufsehenerregendes, okay? Ja, gucken wir mal. Nochmal ein Rennen oder so. Aber dann nochmal mit einem anderen Fahrzeug. Würde ich sagen, ne? So, dann würde ich sagen, dann fahren wir doch mal hier. Mal zurück. Und holen wir uns nochmal ein anderes Auto ab. Ich habe da auch schon die Idee. Allerdings werden wir das jetzt nicht in der heutigen Folge mehr machen. Ich würde sagen, wir holen jetzt unseren Supercar nochmal ab. Fahren dann Rennen.
Und dann habe ich auch schon eine Idee, was wir in der nächsten Folge machen werden. Eigentlich das, was ich in der Folge mit dem Huracan schon machen wollte, wo wir Huracan aufgebaut haben, aber das Huracan aufbauen hat dann noch ein bisschen länger gedauert, als ich es eigentlich vorhatte. Boah, ja, das... Autsch. Ja, im Blitzer müssen wir noch mal ein bisschen mehr machen. So, jetzt gehen wir erstmal rein. Lassen wir mal das 1000 PS Baby da so stehen. Und dann gucken wir mal. Oder wir können ja kurz mal in unser Fuhrpark gucken. Wo haben wir das? Fuhrpark, meine Autos. Und ja, da haben wir ja ein bisschen was dastehen. Italia, ja, auch geiles Fahrzeug. Ne, also wie gesagt, wir nehmen mal unseren Huracan und fahren da mal das Rennen noch und dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in der morgigen Folge dann, da habe ich was richtig Cooles vor und lasst euch da mal überraschen. Ja. Sieht schon geil aus in der Nacht, oder? Mit den Flammen. Geil. Gut, ja, was haben wir denn als nächstes hier? Da oben haben wir noch was. Ein PR-Stunt da oben. Dann machen wir den doch mal. So, was wollen wir hier machen? Oh yeah, das wird einigen von euch gefallen. Der GTR Facelift-Modell, sehr geil. Sehr cool. Triffen Sie im Nissan GTR durch ein nächtliches Paradise. Driften auch noch. Oh yeah. Im Allrad. Na ja, gut, gucken wir mal. Power hat er ja. Was muss ich jetzt machen? Ups, 25 Drifts oder was? Der hat schon einen geilen Sound. Na, gucken wir mal, kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ups, zählt das jetzt nicht, oder? Doch, hat auch gezählt, glaube ich. Da vorne ist auch eine coole Kurve. Ja, das gefällt mir, muss ich schon sagen, hier. Facelift-Variante. Ich glaube, umso... Ach so, genau. Das ist ja noch so, wenn man... Das gab es ja schon bei Horizon 2, wenn man jetzt... Es gibt ja gute Drifts, fantastische Drifts und so weiter. Und je besser der Drift ist, je mehr zählt. Also ein großartiger Drift zählt dann halt als zweimal und... Oh, die kann man gar nicht zerstören. Das ist ja scheiße. Oh, ich soll mich mal beeilen. Die Zeit habe ich gar nicht mehr. Ich stelle mich gerade ein bisschen blöd an. So. 4 Drifts brauchen wir noch. Kriegen wir hin. Oh, das war scheiße. Ja, weil das Allrad hier ist so eine Sache. Aber wir haben es geschafft. Ja, reicht. Wir gehen noch mal ein bisschen Fans. Da fehlen nicht mehr viel. Dann würden wir es schaffen. Ja, Musik ist echt geil, muss man echt sagen. Also da haben sie in der Songauswahl, haben sie echt nochmal schick, schnick, schick, schick, schick. Ja.
Ja, cool, auf jeden Fall. Und dann, was haben wir hier denn? Da haben wir auch noch eine Veranstaltung. Unentdeckte Strecke, da gehen wir doch da mal hin. Das kann man nicht kaputt fahren. Gut zu wissen. Ah, das ist furchtbar. Manche Sachen gehen, manche nicht. Es verleitet irgendwie gegen alles zu fahren. Ja, dann gucken wir doch mal, was wir hier haben. Das ist ein Sprint von Punkt A nach Punkt B auf abgeriegelten Straßen. Und ab dafür. Ja, machen wir. Fanrennen. Und da haben wir sogar schon einen Vorschlag hier. Sprint quer durch die Stadt. Ja, dann machen wir das doch mal. Gucken wir mal kurz die zugelassenen Autos an. Mit dabei der R8 V10 Plus 2016, dann der R8 V10 Plus von 2013, dann den 488 GTB, den 458 Speziale, den Ferrari FF, den 4858 Italia, den 430 Scooter, Ria, der 360 Challenge Stradale, der Enzo Ferrari, der Ford GT, von 2005, der Huracan natürlich, der Reventon ist wieder dabei, ja, auch geiles Fahrzeug, dann der Lexus LFA, der Maserati MC12, der McLaren 650S Coupé, der 570S Coupé, der GTR, der 2017er, sind wir gerade eben gefahren, dann der Nissan GT-R 2012 Black Edition, Sonder Cinque und den Celine S7. Also da sind schon ein paar geile Karäter mit dabei. Sehr cool. Ja, machen wir das einfach mal. Und ich wähle einfach mal... Ja gut, ich hätte jetzt die Auswahl, ne? Aber wir nehmen natürlich unseren PXR Performance Huracan. Und dann gucken wir mal, ob die Macht der Performance hier auch was taugt gegen die Konkurrenz. Können wir ja mal gespannt sein. Es sind schon ein paar coole Fahrzeuge mit dabei. Musialago ist auch dabei. Den habe ich jetzt aber gar nicht vorgelesen, ne? Okay. Warum auch immer. So, Sprintrennen. Von A nach B. Oh, da wird es ziemlich eng hier. Ja, typisches Stadtrennen, viele so 90 Grad Abbremskurven. Aber das ist ja dann nicht schlecht für unseren Allrad, weil da können wir halt richtig früh raus beschleunigen. Sehr cool. So, Vollgas, erstmal ein Stück. Ja, und da setzen wir uns an die Spitze. Oh, wir haben erst gerade knapp die Hälfte geschafft. Kein kurzes Sprintrennen auf jeden Fall. Oh, da wird es richtig eng. Aber alles gut, wir kriegen es hin. Auch wenn wir ein bisschen über den Randstein ausweichen müssen. Und Vollgas, komm, 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 komm. Ja, die hängen wir an den Fersen. Und jetzt hier Schlusssprint. Da ziehen wir jetzt natürlich voll durch. Was, wieso hat er so viel Power? Na gut, wir haben halt nicht nur Power, wir haben halt Performance getuned. Aber es reicht am Ende trotzdem, als Erster ins Ziel zu kommen. Sehr schön. Dir gefällt der Ausblick vom Siegertreppchen wohl was? Ja klar, schönster Platz auf Erden. So schaut es nämlich aus. Ja doch, die Felgen, die gefallen mir richtig gut auf dem Huracan. Den finde ich schon dem sexy. Juhu, ein Wheelspin. Xbox R wäre schon geil, aber es werden nur 20.000. Leider.
Und wir kriegen ein bisschen Fans und es sollte doch jetzt reichen hier, oder? Jo! Festival-Erweiterung bereit. Sehr schön. Das heißt, wir bauen mal ein bisschen weiter aus. Hallo, Boss. Deine formidablen Fahrkünste haben zusammen mit meiner formidablen Persönlichkeit so viele Fans angelockt, dass wir das Festival schon wieder erweitern müssen. Ja, ist ja der Wahnsinn. Dann setzen wir doch die Route mal direkt dahin. Meine einzigartigen Automobil-Ortungssensoren sagen mir, in der Nähe ist ein stillgelegter Klassiker. Was? Vielleicht habe ich auch nur ein Gerücht gehört. Egal, hol ihn dir. Das ist cool. Das machen wir auf jeden Fall auch. Aber eins nach dem anderen. Wir möchten nicht hetzen. Ja. Wir fahren jetzt erstmal und erweitern das Gelände. Und dann können wir gerne mal einen scheuen Fund machen. Uhu. Zieht euch das rein. Irgendein Typ hat einen Ferrari. Er stellt ihn in einen Schuppen. Der Schuppen wird überflutet. Der Ferrari steht 2 Meter tief im Wasser. Ein Joke? Ist kein Joke. Habe ich genauso gestern Abend gehört und das Ding steht da noch. Was? Raus und holt euch die Mühle. Ich knall euch dafür noch ein paar fette Beats von Latz. Hier auf Block Party. Okay, also es wird wohl ein alter Ferrari sein. Wenn man so den Gerüchten hier des Radiosenders glauben schenken darf, soll, was auch immer. Und oh, sorry, da geht's ein bisschen neben raus. Das wollte ich nicht. Der Verkehrsaufkommen ist gar nicht so wenig, ne? Muss man mal sagen. So, wir gehen jetzt. Ja, okay, chill, chill, chill. So, ja, na, erweitern wir mal hier. Machen wir das Gelände noch ein bisschen größer. In Surfers Paradise. Ja, erinnert mich so ein bisschen als Ultra-Festival, ne? In Miami gibt's ja auch eben das Festival. Was hältst du von Surfern? Ziemlich cool, oder? Von den Wellen an den Strand, auf den Asphalt, auf den Fahrersitz und wieder zurück. Ja, sehr cool. Da sind wir drin, fortsetzen. Oh, wir kriegen ein neues Fahrzeug. Also die sind nur im Angebot, die sind nur billiger. Okay, ja, ein M4 haben wir ja schon. Wir können jetzt einen M6 holen. Wir könnten einen alten M3. Wir könnten E63. Oder wir könnten C63 AMG Coupé Black Series. Also, ganz ehrlich, der Black Series ist einfach Killer. Ja, da wäre ich blöd, wenn ich den nicht nehme. Also nehmen wir den. Und holen wir uns den mal ab. Ja, Designs, die schenken wir uns mal. Ich nehme es in dem Rot, das passt schon. Machen wir, kaufen wir, wir haben die Kohlen. Ja. Holen wir mal ab. Kriegen wir auch einen Erfolg dafür. Der erste Kauf. Ja, stimmt. Das erste Mal, dass wir jetzt ein Auto wirklich gekauft haben. Nicht geschenkt bekommen haben. Sehr, sehr, sehr cool. Ja, und jetzt bin ich auf den Sound gespannt. Der muss doch einen Mega-Sound haben. Dann gucken wir doch mal kurz rein hier. Oh, schön Schnieker AMG. Da haben wir mal. Oh, geil. Ach, ist das geil. Dead sexy. Sehr schön. Gefällt mir. I like. Ja, wir können jetzt natürlich upgraden. Breitbau gibt's nicht, aber wir könnten jetzt natürlich ein bisschen noch was machen. Machen wir jetzt aber erstmal nicht. Ich würde sagen, wir gehen nochmal ganz kurz auf die Straße zurück. Jetzt mal mit dem hier, auch nicht schlecht. Wenn du wieder fahrbereit bist, solltest du dir diese Ziele vielleicht einmal aus der Nähe ansehen. Ja, wunderbar, das werden wir auch machen. Aber ich glaube, ich werde jetzt erstmal diesen Blitzer-Herausforderung, 274 km/h, sollte doch möglich sein mit dem AMG. Das werden wir machen. Wir werden einfach mal von hier unten anfangen und das einfach mal durchbrettern. Das will ich jetzt am Ende nochmal machen. Und dann sind wir schon wieder raus. Mensch, die Folgen gehen ja richtig. Achso, ich muss eine Route festlegen. Dann machen wir mal die Route darunter. Ja, der AMG, der hat was. Ja, von innen ist es nicht ganz so klar. Natürlich gedämmt. Upsala. Mini, geh weg.
Der Sound ist schon schön sexy. Ich weiß nicht, was da vorne kommt. Eine Tempozone oder irgendwas wird kommen. Eine Blitzerzone, kennst ja. du die noch? Halte die Tachonadel ja, an. Ja, so ein bisschen arg wie Verkehr hier. Wir messen dann deine Durchschnittsgeschwindigkeit. War jetzt natürlich nicht so super. Das gefällt dir, was? Ich lasse die Crew noch ein paar andere Straßen als Blitzerzonen ausweisen. Hallo, Boss. Dieser Fahrer ist in aller Munde. Wäre das nicht was für deine Aufstellung? Je größer der Stunt, desto besser. Vielleicht kannst du aus einem Stern zwei machen. Ja, sicherlich kann ich das, aber da war ein bisschen zu viel Verkehr. Ah, da hinten ist auch noch ein anderer Fahrer, das werden wir auch noch auschecken, aber nicht mehr in der heutigen Folge. Ich fahre jetzt noch einmal hier durch, beziehungsweise mache den oberen Blitzer noch mit dem C63 und dann sind wir schon wieder raus für heute. Und ja, wie gesagt, in der nächsten Folge, in der morgigen Folge, muss man ja sagen. Oh, jetzt haben wir sogar auf zwei Sterne geschafft. Zwei Sterne. Einer fürs Können, einer fürs Überleben. Für den dritten brauchst du womöglich einen größeren Motor. So, das sollte jetzt auch reichen für zwei Sterne hier mit 302. Mit einem Serien-C63, wohlbemerkt. Ups. Ja gut, dann würde ich sagen, wir sind schon wieder raus mit dieser Folge, mit dem heutigen Tag zu Ende. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Däumchen nach oben freuen. Schalte noch morgen wieder ein. Morgen geht's natürlich hier weiter in Australien mit Forza Horizon 3. Ich freue mich drauf und ja, wie gesagt, ich habe was Besonderes vor in der ersten morgigen Folge. Also schaltet unbedingt ein. Ich bin raus. Ciao!